Und das Ruckeln darf bald aufhören, weil sonst drehe ich hier durch. So. Machen wir hier fürs erste Mal dicht. Das dürfte auch reichen. Oder ich setze doch ein gelbes Dach rauf am Ende. Oder nee. Scheiß drauf. Gut. Nein. Au. Das hört sich immer so scheiße schmerzhaft an. Wenn man hier runterfällt. So. Auf hier. So. Ich mache mir noch schnell Brot. So. 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 21 Brote. Das dürfte reichen. Gib mir ein Brot. Ham, yam, yam. So. Dann mache ich noch schnell eine Kiste hier. Truhe. So. Hoppala. Da war eine Glasscheibe bei. So. Packe ich die ganze Wolle hier rein fürs Erste und den Farbstoff. War ja sonst nicht. So, Schaufeln habe ich, Spitzhacken habe ich. Dann habe ich fürs erste Mal wieder vor, dass ich hier hinten bei unserer Berghütte weitermache. Oder unserem Bergschloss. Weil dabei, die habe ich das letzte Mal nicht mehr besucht, da bin ich nicht mehr zugekommen. Hier muss ich unbedingt noch was machen. Aber das kommt noch. So. Hier muss ich noch einiges abbauen. Dass das hier anständig wird und so. Sieht aber irgendwie schon cool aus, da oben. Mit der Ding. Na, komm. Mit dem kleinen Turm schon. Und jetzt hoch hier. Wie immer. Und dann suche ich mir mal eine Gegend, wo ich was raushauen kann. Aber so viel kann ich eigentlich aus dem Berg jetzt hier nicht mehr rausholen. Deswegen baue ich hier einfach mal ab. Dann habe ich hier auch schon mal ein bisschen freier und kann vielleicht hier noch irgendwas unternehmen, was ich machen könnte und so. Ja. Und ja, was soll ich erzählen? Um ehrlich zu sein, ich habe mit Minecraft 200 immer noch nicht richtig angefangen. Ich habe einen zweiten Account gebraucht und mittlerweile habe ich jetzt einen von meinem Kumpel rausleiern können. Dass ich einen zweiten Account krieg. Leihweise. Weil ich habe da ein bisschen online-mäßig was zu tun. Und ja, wenn man ein bisschen überlegt, dann könnte man vielleicht jetzt schon drauf kommen, was ich so im Groben vorhab. Aber was soll's? Könnt mich ruhig Fragen stellen, vielleicht beantworte ich es auch, was es ist. Aber ich glaube, das mache ich nicht. Also Fragen zwecklos. Denn es soll ja doch eine Überraschung werden. Und so eine 200, die muss halt auch erstmal gestemmt werden. So. Wenn es halt ist, dann kann es halt vorkommen, dass die paar Tage später kommt, die 200. Also ich halt dann 2-3 Tage Minecraft pausieren mit hochladen. Also nicht bekümmert sein. Hoppala, da hätte ich runterfallen können. Also nicht bekümmert sein. Ich lade die 200 schon noch hoch. Also dauert halt nur. Ist halt auch nicht gleich von heute auf morgen gebaut, das Zeug. So. Es wird schon wieder dunkel. Oder täusche ich mich da? Ja, es wird dunkel. Und wir kriegen wieder endlich Cobblestone, was endlich mal wieder schön ist. So. Ich rede mich mal.
So. Ab durch die Tür. Hingelegt, hingeschlafen. Hingeknackt. Das dürfte gut so sein. Nee. Muss ja auch mal. So. Tür ist zu. Wir sind ja ordentlich. Sind ja nicht bei Hempels unterm Sofa. Gut. Huch, Cobblestone Farm. Und ja, die 200. Zum Glück habe ich Schichtarbeit, da habe ich jetzt ein bisschen mehr, ja, wie soll ich sagen, Zeit auch nicht unbedingt. Aber, sag mal so, da, um die Zeiten, wo ich momentan aus habe, da haben unbedingt Freunde keine Zeit. So, da wird mir strunzlangweilig sein und da könnte ich das schon so schaffen. Es sind ja, oh, nur noch 15 Folgen oder so, nur noch 2 Wochen. Das wird schon haarig. So. Aber jetzt genug über 200 gequatscht. Auch wenn ich es gerne momentan tue. Weil es mich einfach schon so baut, so anzufangen. Und jetzt muss ich nur noch ein bisschen was klären und dann könnte ich auch bald schon mit den Aufnahmen anfangen. So spätestens morgen will ich anfangen damit, weil sonst werde ich garantiert nicht fertig. Glaube ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie schnell das gehen wird, wenn ich mal wieder intensiv spiele und nicht nur, um ehrlich zu sein, so 1,5 Stunden Stücke, wie ich es in den Aufnahmen mache. Weil irgendwann quatscht man sich ja doch leer. Und dann hat man halt Probleme, irgendwas noch zu finden und ohne Gequatsche muss ich halt irgendwann sagen, so Leute, ich höre jetzt lieber auf, bevor ihr tausende an Let's Plays seht von mir, die ohne Gequatsche ist. Und das ist ja nicht angenehm. Let's Play ist da zum Quatschen und das mache ich auch und das mache ich gern und Luft holen könnte man auch zwischen den Sätzen, weil sonst kippt man irgendwann hier mal um und das wäre auch nicht so schön, dass ich hier vom Leppi umkipp, dann könnt ihr mir beim Krepieren zuhören. So, dann haben wir das mal geklärt. Denn ich mach's ja gern. So, ich komme momentan sogar auch mal wieder zum Privatspielen. Huhu. Ich habe letztes Wochenende mal wieder Final Fantasy 13 angefangen. Schönes Spiel, muss man sagen. Und wenn ich es jetzt nochmal durch habe, dann spiele ich Final Fantasy 13 2. Und ich glaube, das ist genauso Hammer. Da freue ich mich schon voll drauf. Wird aber leider kein Let's Play, weil ich es entweder auf der Xbox von meiner Freundin zock oder auf der Playstation und da sind die Aufnahmen nicht gut und deswegen habe ich sogar Monkey Island 1 pausiert, weil ich einfach fand, die Aufnahmen sahen zu scheiße aus, dass ich sie jetzt wirklich hochladen kann. Ein bisschen Qualität will ich auch abliefern bei den Let's Plays und das versteht ihr sicherlich und solange ich das nicht kann und die richtige Software noch nicht gefunden habe, ja, Software kann man nicht sagen, die richtige Hardware noch nicht gefunden habe, zu einem relativ guten Preis, ja, dann mache ich es auch nicht, weil ihr wollt Qualität, ihr bekommt auch Qualität und das will ich abliefern. Sonst ist es ja doof, so. Und dich verprügel ich nicht so. Dann muss ich mir wohl oder übel eine neue craften. Oder ein paar neue Kraften. So, dann spiele ich es halt nur für mich. Vielleicht kommt ja irgendwann das Let's Play nochmal. Aber ich glaube dann eher nicht. Weil wenn ich es schon mal durchgespielt habe, dann ist eher selten, dass ich es nochmal mache. So, machen wir uns 4 Spitzhacken. Oder dann ist es nicht selten, aber das Spiel wäre zu lange, um wirklich ein Let's Play draus zu machen. Und ehrlich gesagt, nur Minecraft darf über 100 kommen. Darf auch über 200 kommen, so. Andere Let's Plays eher nicht. Weil nur Minecraft baut mich irgendwie so lang.
Und sowas wie bei Final Fantasy ist halt doof, wenn man dann, wie soll ich sagen, ein Halbstunden-Video hat und dann ihr zwei Folgen lang nur ein Video seht. Und ja, muss ja auch nicht sein. Da ist es echt doof. Gefallen mir Spiele mit kurzen Sequenzen eher für ein Let's Play. Aber ihr müsst verstehen, ich spiele nicht alles im Let's Play. Irgendwann ist auch mal Schluss. Irgendwann brauche ich auch mal Zeit für mich. So. Wie viel Cobblestone habe ich denn jetzt eigentlich? Kies. Super, ich habe Kies. Ich habe eine Glasscheibe. Die sehe ich immer nicht. Voll doof. Ist ja doof, ne? So. Wo baue ich den jetzt hier noch ab? Ich könnte noch eins in die Tiefe. So. Dann habe ich hier nochmal den ganzen Raum. So, jetzt arbeite ich aber erstmal das Loch hier aus. Nicht, dass ich hier runterplumps im allem Eifer. Weiß zwar jetzt nicht, was ich mit dem Ding anfange, aber hier kann ich zumindest Cobblestone mal holen. Vielleicht findet man ja doch noch ein paar Rohstoffe. Wäre vielleicht nicht schlecht, aber naja, was soll's. Oder vielleicht komme ich auch mal auf eine Ebene, die sehr reich an Erzen ist. Also das wird unser Cobblefarmplatz. Kündige ich jetzt schon mal an. Dann buddeln wir uns gnadenlos in die Tiefe. Würde ich jetzt mal behaupten. Weil irgendwo müssen wir ja auch den Cobblestone herkriegen. So. Na, fang dich, Minecraft. Ist ja auch irgendwann mal vorbei hier mit Ruckeln. Obwohl ich eine Framerate von durchgehend 30 hätte. Aber naja.